Ja, servus miteinander, Hallöchen, Grüße aus Ollis Kochstudio. Ja, ich musste dran glauben, der Frank von S&F Womo Reiseerlebnisse hat mich nominiert. Und zwar soll ich ein Gericht kochen mit Erdäpfeln und Zwiebeln. Das heißt bei uns allerdings Krummbeere und Zwibble. Und ich nehme das Ganze an und was ich mache, das erfahrt ihr nach einem kurzen Intro. Bis gleich. Ja, hier sind sie schon, unsere kroatischen Zwiebeln und unsere kroatischen Erdäpfel, auch Krummbeere genannt. Und ja, Kartoffelsalat ist alles schon gemacht und da hinten seht ihr das schon. Da hinten seht ihr es schon, da ist eine Auflaufform. Wir versuchen heute einfach mal so einen richtig leichten Kartoffel-Zwiebel-Auflauf zu machen. Nennt sich Kartoffel-Zwiebel-Gratin und starten wir doch einfach mal. Aber bevor wir loslegen, natürlich mal ganz kurzer Blick in meine Küche erhaschen, ja, weil wir haben ja gerade eigentlich eine neue Küche bekommen und ich stehe da voll drauf. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber der Olli von Ollivers Reisen ist gelernter Koch, hat er mal gelernt und ich denke mal, es wird nachher schmecken. Ich hoffe es jedenfalls. Und ich mache mich jetzt an die Aufgabe und werde jetzt einfach mal meine Kartoffeln schälen. Ja, würde ich sagen, einfach mal die Krummbeeren waschen und das geht ratzfatz. Und dann gehen wir noch einfach mal an Schälen dran. Ich hatte mal in meiner Lehrzeit mit meinem Lehrherrn im ersten Lehrjahr einen Wettstreit, wer am schnellsten die Kartoffeln schälen kann. Und da habe ich natürlich ganz glasklar gewonnen. Aber mit ein bisschen Übung, ja, ist das alles relativ leicht zu lernen. Und ganz wichtig, durch diese Enzyme, die in der Kartoffel drin sind, wenn sie geschält sind, die sind nicht aber verarbeitet, direkt ins Wasser legen und dann werden sie auch nicht braun. Nur so als kleine Information. So, dann geht's weiter und alles weitere dann in Timelapse. Ja, das war jetzt erstmal ein halber Sack Kartoffeln. Klar, es gibt große Säcke Kartoffeln, also ein normaler Sack, den ihr eigentlich im Aldi bekommt, Edeka, Lidl, wie auch immer. Und ich habe die jetzt erstmal geschält, ins Wasser gelegt, wie gesagt, wegen der Enzymen, sonst werden die nämlich braun. Und wir gehen jetzt hin und schälen noch ein paar Frühlingszwiebeln, Sommerzwiebeln aus Kroatien. Ja, dann schälen wir die Zwiebeln natürlich auch noch. Ja, nehmen wir zwei Zwiebeln und dann haben wir die auch geschält. Und ich nehme immer so eine Zewa, so ein bisschen Zewa ausgelegt unten drunter, dann kann ich es zusammen machen, kann es direkt in den Müll. Und wir sehen, geht ratzfatz eigentlich. Zack. Nummer 1. Die ist ein bisschen störrig. Boah, Alter, die sind ja sowas von streng und scharf aus Kroatien. Leck mich am Arsch. Puh. Haben die Gas. So. Ich räume jetzt mal hier weg und dann erkläre ich euch mal, was ich mache. Ja, fangen wir jetzt einfach mal an. Ich nehme das Brettchen jetzt einfach mal mit hier rüber. Da lege ich auch immer so ein Tuch drauf. Und wir schneiden dann jetzt einfach mal die Kartoffeln in ganz kleine, feine Scheiben, weil die werden nachher noch blanchiert. Und dazu nehme ich mein super tolles Messer. Aufpassen, liebe Hausfrauen. Ja, das, was ich mache, bitte nicht wiederholen. Liebe Kinder, ist nicht für Kinder gedacht. Und wir halbieren einmal die Kartoffeln und schneiden das Ganze dann einfach in kontinuierliche Scheibchen. Und gelernt ist gelernt. Ich würde mich nie schneiden. Ja. Natürlich könnt ihr sowas auch nehmen statt das Messer. Ja, ist ein bisschen ungefährlicher, aber auch relativ gefährlich, wenn ihr abrutschen solltet. Ich nehme das nicht. So. Das Ganze werden wir ja nachher dann im Backofen dann etwas schmoren und wie gesagt, dass wir da nicht zu viel Zeit im Backofen verbringen, werden die Kartoffeln jetzt vorblanchiert
Einfach ein bisschen Wasser, das jetzt aufkochen werde und dann werde ich die Kartoffeln da rein tun. So, das reicht. Und nehmen dann diesen Topf, schmutzen wir mal weg von der Schale. Und dann sage ich einfach, lieber toller Herd, geh an und koche. Ja, wenn wir dann natürlich Kartoffeln jetzt im Topf drin haben, werden wir uns dann an die Zwiebeln begeben, schneiden die Zwiebeln dann auch noch klein. Und wie es dann weitergeht, werden wir dann sehen, sobald die Kartoffeln blanchiert sind. So, und das Wasser kocht. So, eine Minute später, das Wasser kocht und wir werden jetzt die Kartoffeln einfach mal hier reinbringen. Es könnte heiß sein, aufpassen. Und dann lassen wir die Kartoffeln einfach mal so 2 Minuten kochen. Das reicht eigentlich. Ja, in der Zeit gehe ich jetzt einfach mal hin und schneide mal die Zwiebeln. Die machen wir dann schön in Streifen. Und schöne dünne Streifen und ist eigentlich kein Hexenwerk. Zack, einmal. Zweimal. Dreimal. Ah, war ein Scherz. So, 4-mal. Und ja, warten wir jetzt halt noch. Die brauchen jetzt noch 1,5 Minuten. Und ja, was brauchen wir als weitere Zugabe jetzt? Das heißt, weitere Vorgehensweise ist, die Kartoffeln kochen jetzt noch 1,5 Minuten. Dann schütten wir das Wasser ab. Dann kommen die Zwiebeln damit rein. Dann tun wir das Ganze mal kurz anschwitzen mit ein bisschen Butter. Und dann werden wir das Ganze mit ein bisschen Schlagsahne, frischen Knoblauch, Pfeffer, Salz und frische Kräuter aus meinem Garten hier, ja, zum Beispiel Dill und Petersilie habe ich mal so ein bisschen gemischt, habe ich immer eingefroren, wenn es mal rauskommt, schmeckt super lecker. Und damit wird das Ganze dann im Topf kurz aufgekocht und kommt dann in die Backauflaufform und ja, ich hoffe, das schmeckt. Ja, dann nehmen wir ein Stückchen Butter, einfach so ein Stück abschneiden, weil Butter ist immer ein Geschmacksgeber für sämtliches Essen eigentlich. Ja, ich nutze es verdammt gerne. Und einfach nur ein kleines Stück rein in den Topf, anschwitzen, warm werden lassen, ja. Und dann werden wir dann die Kartoffeln und die Zwiebeln damit anschwitzen. Zuerst nehmen wir dann die Zwiebeln und werden die dann ein bisschen mit der Butter braun rösten und nehmen dann auch noch ein Stück Knoblauch. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man den Knoblauch eigentlich schält. Das ist total einfach, denn einfach wir gehen hin und tun den Knoblauch einfach lösen, holen uns dann mal so eine Zehe raus und normalerweise geht mein Messer hin und versucht mit dem Messer dann das Ganze dann so ja, auseinander zu klingeln. Aber ich zeige euch jetzt, wie das ganz, ganz einfach geht. Ihr nehmt jetzt einfach mal eine Knolle raus und legen die dann auf ein Brett, nehmt eure Ballen jetzt ab, passt auf und drücken da drauf, zack mit dem Ballen und wir sehen, der Knoblauch ist komplett gelöst, die Schale ist woanders da und so schnell könnt ihr dann Knoblauch im Endeffekt schälen. Ist doch geil, oder? So, die Butter ist schon langsam geschmolzen, ist schon warm und wir werden jetzt auf alle Fälle jetzt erstmal die Zwiebeln da rein tun und ja, werden die dann jetzt ein bisschen anrösten. Und dann immer schön rumrühren. Denkt dran, die Butter wird ganz schnell braun und dann habt ihr auch ein ganz schwarzes Essen, was nicht schön ist. Und ja, dann immer rühren, 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 rühren. Und ich gehe jetzt hin und mache jetzt einfach ein bisschen so ein Sonnenblumenöl rein, weil dann wird die Butter nicht mehr so braun, weil wir machen ja auch eine Kartoffel rein. Und ja, dann das Ganze immer kräftig rumrühren, 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 rumrühren. Und dann gehen wir jetzt hin und nehmen jetzt die Kartoffeln, geben die Kartoffeln dazu und gucken dann, dass wir das Ganze so schön vermengen, dass die Kartoffeln schön mit den Zwiebeln vermengt sind. Ja, dass wir da also keinen großartigen Unterschied spüren. Und schön unterheben. So, in der Zeit gehen wir jetzt hin und werden den Knoblauch mal durchpressen. Ja, schön mit dem Rücken, nicht mit der Klinge, sonst werde ich nämlich sauer. Also jeder Koch kann es nicht verputzen, wenn ihr da die Klinge dann nehmt zum Abstreifen. So, holen den Rest dann noch raus aus der Knoblauchpresse und werden das Ganze dann noch ein bisschen kleiner hacken. Weil dann habt ihr dann auch wirklich eine ganz kleine Größe an Knoblauch. Ihr müsst da drauf beißen, schmeckt es im Endeffekt nicht. Nur den Geschmack selbst habt ihr dann im Essen drin, aber kein Knoblauch, den ihr beißen müsst. So, dann geben wir den Knoblauch hinzu.
und verrühren das Ganze nochmal oder unterheben das Ganze besser gesagt. Es kann noch nicht auseinanderbrechen, matschig werden etc., weil die Kartoffeln sind ja nur blanchiert und sind nicht gekocht, weich gekocht, ja. Das heißt, wir können hier noch einwandfrei hantieren, ohne dass das Essen im Endeffekt vom Anblick leiden muss. Wir nehmen jetzt einfach mal 400 Milliliter Sahne und werden diese Sahne jetzt da in die Kartoffeln, in die Zwiebeln reintun. So. Sind leer, wunderbar. Ja, jetzt gehen wir ans Würzen. Und wir nehmen jetzt erst unser Salz und schütten das da rein. Und ja, ich weiß ungefähr, welche Menge man braucht. Ja, ich brauche da also kein Rezept mehr dafür. Und dann nehmen wir den Pfeffer und da kommt noch ein bisschen Pfeffer drauf. Aber Vorsicht, nicht zu viel, sonst wird es richtig scharf. So, dann kommen jetzt meine tollen Kräuter Dill und Petersilie rein. Und da nehme ich einfach eine Handvoll und dann wird das Ganze verrührt. Erstmal kurz die Hände abwaschen. Hand doch neben Hände trocken machen und dann wird das Ganze verrührt. Jetzt vorsichtig in die Auflaufform rein. Und dann, okay, ich habe ein bisschen zu viel gemacht, aber wir können dann die Sahne nehmen, machen die Sahne noch schön drauf. Und es sieht jetzt schon richtig, richtig lecker aus. Aber da fehlt noch was und zwar... Wir gehen jetzt hin und machen da einfach noch ein bisschen Käse drauf. So sieht es dann von oben aus, noch ohne geriebenen Käse, den hole ich euch jetzt. So, jetzt kommt der Käse oben drüber. Nicht zu viel, das soll ja eigentlich nur für Show und Shine sein und als Geschmacksträger, weil er soll dann ein bisschen braun werden. Und dann wollen wir dann mal gucken, ob das Ganze dann im Backofen was wird. Die Auflaufform dann mit den blanchierten Kartoffeln und den Zwiebeln dann... fertig haben und gemischt haben und aufgekocht haben mit den Kräutern drin und gewürzt, dann kommt das Ganze dann in den Backofen auf 185 Grad und das Ganze läuft dann ungefähr 35 Minuten und dann bin ich mal gespannt, ob das Ganze schmeckt. Was mache ich als Beilage dazu? Ich habe mir gedacht, ich könnte mal grillen, ich habe schon lange nicht mehr gegrillt und ist glaube ich 3 oder 4 Tage her, wo wir jetzt in Urlaub waren. Und ja, ich habe so ein bisschen Rumpsteak, ich habe ein bisschen Schweinelende und das Ganze mache ich dann dazu, passt sehr gut. Dazu und ja, wie gesagt, hier ist mein Fleisch. Wir kaufen immer ganz groß und haben das Ganze dann immer vakuumiert. Ja, das ist frisch vom Metzger. Das hier ist jetzt argentinisches Rumpsteak. Das habe ich eigentlich alles schon richtig schön gemacht. Und hier haben wir dann eine deutsche Schweinelende. Ich liebe ja Schweinelende und Rumpsteak. Besser wie Schnitzel. Ein Rumpsteak wird ja auch nicht geklopft, sondern einfach nur ein bisschen angedrückt. Ja, die sollen ja saftig bleiben. Die kommen dann später auf den Grill. Und unsere Schweinelende, da machen wir natürlich dann noch ein bisschen die Parüren ab, sagt man dazu. So. So, fertig. Die Parüren. Die friere ich immer wieder ein, mache eine Soße davon und jetzt werden wir da einfach ein paar Medaillons machen. So, und hier kommt schon mein erster Apparat, der lässt mir da natürlich keine Chance. Und ich meine, komm, ein bisschen können wir mir geben, Tina sieht es ja nicht. Hier hast du fein. Im Gegensatz zum Rumpsteak klopfe ich den ein bisschen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So sieht dann mein Teller Fleisch aus. Ja, was macht mein Auflauf? Mein Auflauf, der braucht noch ein bisschen, der braucht jetzt noch ungefähr 20 Minuten und das sieht schon total lecker aus. Und wie es dann aussieht, wenn es fertig ist, das zeige ich euch gleich. Kommen wir jetzt zur besten Sache der Welt, Grillen. Fleisch grillen. Da schwenke ich mal die Kamera. Wir haben hier so ein Videro und da werden wir jetzt einfach mal unser Fleisch auflegen. Ich habe den schon ein bisschen vorgeheizt, man sieht's. Ja, und der hat halt richtig, richtig Power. Und zuerst legen wir die Schweinelende drauf, weil die Schweinelende ja trotzdem länger braucht als ein Rumpsteak, weil ein Rumpsteak ist ja in der Regel immer medium gebraten. Wie sie es mögen jedenfalls. So. So, Minute 30 habe ich den Backofen jetzt auf 220 Grad mal hochgestellt.
dass der ganze Auflauf noch ein bisschen Farbe bekommt. Und sobald wir einmal die Schweinelende umdrehen, genauso wie jetzt, legen wir dann die Rumpsteaks drauf. So, und drehen dann einmal die Schweinelende. Warum wollt ihr nicht mit einer Gabel da reinpieksen? Weil das Fleisch sonst den Fleischsaft verliert, der läuft aus. Wenn ihr dann so eine Zange nimmt, dann bleibt das Fleisch schön saftig und die Poren schließen sich ja auch direkt. Deswegen sollte man das Fleisch immer auf einem heißen Grill machen. Boah, ich habe jetzt schon richtig Hunger, ihr auch? Der große Moment ist da. Ja, 35 Minuten sind schon lange rum. Ich habe jetzt ein bisschen länger, ich habe es auch schon ausgeschaltet. Ja, aber so Pi mal Daumen braucht ihr 35 Minuten und euer Auflauf sieht dann so aus. Den werde ich jetzt mal rausnehmen und dann zeige ich euch mal draußen und dann kommt das Fleisch und ich habe so einen Hunger. So sieht dann der Erdapfel-Zwiebel-Auflauf aus nach Art von Olivers Reisen. Dann würde ich doch sagen, mein Fleisch müsste auch gepackt haben. Es ist schwarz, es ist verbrannt. Nein, war ein Scherz. Das ist genau auf den Punkt. Juhu! Das sind doch mal geile Rumpsteaks, oder? Wir werden jetzt einfach mal meinen Erdapfel-Zwiebelauflauf probieren. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. So, bevor du jetzt halt irgendwas nimmst, nimmst du mal ein Gäbelchen, ein Löffelchen und probierst. Und wehe, du sagst was Falsches. Ich wurde bezahlt dafür. Nee, das heißt unbezahlte Werbung. Schmeckt nach Kartoffeln und Zwiebeln. Entschuldigung, Erdapfel und Zwiebeln. Schmeckt gut. Können wir denn jetzt essen? Sicher, dass es gut schmeckt. Ja, ich habe Hunger. Gut. Jetzt mal was Falsches gesagt. Mahlzeit. Und? Guck mal, Leute. Genau auf den Punkt gebraten. Ja, also das ist doch mal geil. Dicker Bauch. Ich bin satt. Meiner Frau schmeckt's auch. Oh, das reimt sich irgendwo. Voll cool. Mir schmeckt immer noch. Dir schmeckt's immer noch, ja. Also, so sieht das dann aus, wenn meine Frau zuschlägt. Ich finde das schon ganz praktisch, ne? Du könntest öfter sich für eine Challenge machen. Ja, wir machen jetzt einen Kochkanal. Ja, auf alle Fälle, Frank, du hast gesehen, ich habe die Herausforderung angenommen und ich denke, mit Bravour bestanden. Wenn es meiner Frau schmeckt, ist alles super. Die Kartoffeln waren butterweich und was ich da jetzt alles verwendet habe, das blende ich euch jetzt hier unten einfach mal ein. Da könnt ihr mal gucken dann, was ihr für Zutaten braucht, ja? So, kommen wir doch einfach mal zur Nominierung. Frank hat ja schon einige genannt, also halb YouTube. Ja? Frank, du hast auch Fung and the Cool Kids genannt. Und dazu muss ich dir was sagen. Ich habe ihm gestern geschrieben und er hat ja überhaupt keine Zeit, das zu machen. Und deswegen, lieber Fung, willst du mehr Abonnenten haben, musst du dich an die Erdäpfel wagen. Ich nominiere dich nämlich nochmal. So, mein Freund, das hast du jetzt davon. Ja, wen nominieren wir noch? Ich habe mir noch gedacht, lieber Dirk von Avanti on Tour. Wir hatten so ein cooles Wochenende gehabt. Ja, auch ein super YouTuber, der macht so geile Videos. Und wag dich doch einfach mal daran. Ne? Würde mich mal interessieren, was du daraus zauberst. Wen ich noch nominiere, ist der Christian von Camping mit Herz. Ein relativ neuer Kanal. Der macht so Campingplatzvorstellungen und den haben wir persönlich kennenlernen dürfen. Jetzt letzte Woche war das. Am Wochenende, wo wir dann 3 Tage miteinander verbracht haben. Super cooler Typ. Ja, und Christian, du machst das, nicht deine Frau. Und in diesem Sinne, mir hat's geschmeckt. Meiner Frau hat's geschmeckt. Und ich sag, vielen Dank für die Nominierung. Und in diesem Sinne, abonniert unseren Kanal. Aktiviert die Glocke. Verpasst ihr kein neues Video mehr. Und wir sagen jetzt, ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye.